Name ist Jakob Forstnick, ich bin Hotelier in Bad Kleinkirchen. Wir betreiben mit unserer Familie das Hotel Gut Trattlerhof und Chalets. Das sind 14 Chalets, ein Hotel mit 60 Zimmern im 4-Sterne-Segment und der Gastronomiebetrieb Trattlers Einkehr. Der Trattlerhof liegt am Fuße der Nockberge in Bad Kleinkirchheim. Man kann vom Haus direkt eben Wanderwege, Bikewege erreichen. Man kommt zu Fuß zum Skilift. Es gibt zwei Thermen. Wir haben einen Golfplatz. Wir haben den längsten Flowtrail mittlerweile im Nockbike-Angebot. Und sonst kann man einfach sehr gut entspannen, wellnessen und genießen. Sie können mit Oldtimer-Traktoren ausfahren. Sie werden von Winzern überrascht, die hier Weinverkostung machen. Sie können fischen gehen im Fischteich und da gibt es viele Aktivitäten, wo das spürbar gemacht wird, was früher hier stattgefunden hat und das ist dann auch authentisch. Also wenn Sie auf dem Rücken der Pferde einmal durch die Landschaft gehen können oder einfach rauskommen in die Natur, das ist für die schon so viel wert heutzutage, weil das einfach nicht alltäglich ist. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Unseren Strom beziehen wir aus der eigenen Wasserkraft und haben so eben die Möglichkeit, ressourcenschonend zu arbeiten. Für Gäste, die E-Mobilität das erste Mal erleben wollen, bieten wir eben 3 E-Autos an, inklusive 2 Teslas. Und das kann man auch bei uns buchen und wird auch sehr gut angenommen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtig, zu zeigen, warum man Unternehmer ist, warum man etwas macht. Für mich ist das Leidenschaft, das zu tun. Aber ich glaube, man muss sich auch klar sein, wenn man es nicht gern macht, dann macht man es auch nicht gut. Wir haben das Glück, dass wir im Familienverbund aktiv sein können. Also meine Mutter ist weiterhin sehr aktiv im Unternehmen und auch meine Frau. Wir haben gemerkt, dass es einen Partner braucht, der bereit ist, eben diese Schritte, die wir geplant haben, mitzugehen. Und da haben wir mit der Volksbank einen Partner gefunden, der uns eben ermöglicht hat, stetig weiterzukommen und nachhaltig zu wirtschaften.